Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Project Lords und 2 Kappa Mode. So, kleines bisschen hat sich was verändert. Auf die Smeltery habe ich ein Dach drauf gepackt, damit innen drin keine Monster mehr spawnen können. Die habe ich auch noch ein bisschen hier mit Fuel aufgefüllt, also mit Gasolin. Glowstones sind oben drauf. Hier habe ich jetzt mal die Obsidianfabrik aufgebaut. Die ich aber wahrscheinlich mal gerade disablen werde. Damit hier das wieder ein bisschen nachfüllt. Also sich nachfüllt. Weil hier hatte ich, wie man hier noch sieht, die Fenster einfach nur drum gemacht und die sind durch die Lava hier einfach mal schnell abgefackelt. Oh, wir haben aber auch schon 248 hiervon. So, ressourcenmäßig sieht es auch schon gar nicht mal so scheiße aus. Ich musste schon auf Iron und auf Flint und Zertus Quartz dazu selber auch jeweils ein Void Upgrade draufpacken, weil es vollgelaufen ist. Redstone bemüht sich, Dias sind ganz okay, Elektrotein ist gut. Die Erze kann man sich nicht beschweren. Ich habe sogar schon, wie man hier sieht, noch einen zweiten Lava-Generator mal 68. Mal 68, mal nachgemacht. Mal 68 wäre super. Und hier eine kleine Area für die nächste Aufnahme. Man kann sich vielleicht schon denken, wenn man dann darauf sieht, was daraus wird. Nochmal mehr Enderflux-Crystal, die werden wir irgendwann mal ordentlich aufbauen. Ja, Kühe. Sind Kühe. Und da habe ich eine neue Plattform gemacht. Um die wird es dann auch heute gehen. Und zwar würde ich schauen, dass wir das hier heute schon mal ordentlich hinkriegen. Und zwar will ich hier die, sammelt schnell. Die Mob-Farm mal richtig machen. Und dann will ich mal so machen. Das ist jetzt auch nur provisorisch hier. Wie gesagt, wir werden eh irgendwann mal alles abreißen. Weil ich immer noch eine verdammt gute Idee habe für eine... Ist das jetzt ernsthaft runtergeflogen? Oh Gott sei Dank. So, dann machen wir mal so. 5. 5. Und hier machen wir mal 10. Okay. Also. Wir packen das Ganze dann hier rein. Dafür habe ich hier die Transferpipes gemacht. Und dann packen wir das Zeug nochmal hier rein. Oh, schade. Ich hatte gehofft, dass da Reaper drauf ist. Ich war so schlau. Als ich im Nether war, habe ich mal ein paar Zombie-Pigmen getötet. Und da war ein Schwert bei mir, ein Golden Sword mit Reaper 1. Und ich war so schlau, es wegzuwerfen. Habe ich mir aber danach auch nur ganz, ganz dezent in den Arsch getreten. Halt, bevor wir das jetzt machen, habe ich fast schon wieder einen Fehler begangen. Wir brauchen noch etwas, und zwar brauchen wir noch einen Filter. Und zwar den hier, den Advanced Item Filter. Da brauchen wir einen normalen Filter mit 4 Lapis. So, hier von 4. 1. Und 4 Stickies. Nehmen wir hier Birchwood. Da. Itemfilter, zack. Und zack. Dann bräuchten wir noch eine Trashcan. Wieso brauchen wir eine Trashcan? Weil Items dabei sind, die wir sofort wegschmeißen wollen. Sowas wie die ganzen Rüstungsteile und so weiter, das können wir halt überhaupt nicht gebrauchen. Und deswegen filtern wir die einfach schon so von Anfang an raus. So. Das kommt da rein. So, wir gehen jetzt einmal wieder zurück zu unserer Plattform. Gönnen uns mal die Erfahrung. So, packen das hier hin. Nehmen die Advanced Item Filter und wir sagen Filter Program
Wo haben wir's? Foods, Meltable, Pulverize, Enchanted. Theoretisch gesehen könnten wir Enchantable machen. Ja, könnten wir. Wir machen Enchantable. So. Weil damit sagen wir dann, dass jedes Item, das Enchantable ist, genau, dass die Items dann in den Müll gelangen. So, dann packen wir hier unsere Drawer drin. Zack. Zack. Und zack. Boah, weißt du was? Wir haben noch Speed Upgrades da. Die werde ich mal kurz benutzen, damit das ein bisschen schneller geht. Ja, nämlich ein bisschen. Okay, wenn ich das noch lauter mache, dann wird das noch ein bisschen sehr laut in der Aufnahme. Ich fand das einfach so geil. Ein Freund von mir wollte letztens mal ein bisschen zeigen, wie lautstark er doch reden kann und hat dann ein bisschen übertrieben. So. Dann werde ich mal ganz, ganz kurz den hier machen. Okay, den dann mal kurz. Oh. Dann machen wir mal Magnetmodus an, damit das schneller geht. Ich hoffe, das war jetzt gerade nicht Overkill, was ich hier gemacht habe. Die Fackeln können da raus. Knochen packen wir dahin. Das dahin. Und wir müssen noch ein paar dranhängen. Das kann da rein, das kann da rein. Halt, der kann da raus. Alles einsortieren. Gunpowder da rein, Lootbag, Lootbags. Enderperlen, Pfeile. Lootbag, Lootbags. So, jetzt haben wir es fast. Nochmal das Zeug kann da rein. Aber weißt du was? Mal kurz ein bisschen nachgeholfen. Jetzt wollte ich das eigentlich so. Zack. Okay. Okay, das Zeug schmeißen wir jetzt mal gerade weg. Und einfach vorsichtshalber machen wir dafür das restliche Zeug auch noch Drawer. Hier für so eine Wizard Rip. Nebulous Hearts auf jeden Fall. Jetzt dürften wir alles Wichtige da drin haben. Jo. Dann
Will ich einmal ganz kurz schauen, ob wir uns einen Tesseract leisten können? Ich befürchte bald nicht. Ja, okay, vergessen wir es sofort. Okay. Dann weiß ich, wie wir das machen. Dann machen wir einen Endertank. Den können wir uns alle mal. Können wir es auch nicht leisten, verdammt. Was ist denn eine Batterie? Hier die Ender. Ach komm schon, warum muss denn alles in diesem Grün in diesem Pack so teuer sein? Das könnten wir machen. Gut. Dann machen wir einen Thermoelectric Generator. So. Wo fangen wir an? Wir brauchen Steel. Haben wir noch hier. Wir brauchen Konstantan. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht gemacht. Und wir brauchen Copper. Das ist kein Thema. Konstantan haben wir echt noch gar nicht gemacht. 5 und wollen wir an 4? Ferris? Hallo Kuh. The Blood Moon is rising. Ist ja nicht so, als würde der nie aufsteigen. So, das da rein. Da war ich ein bisschen sehr, sehr schnell. So, auf jeden Fall. Wir warten mal kurz, was jetzt Konstantan durch ist. Was ist das denn? Okay. So, was haben wir mit dem Thermoelectric Generator vor? Ganz einfach. Wir werden jetzt dafür sorgen, dass wir eine einzige Maschine. Ja, eine. Powern. Und zwar haben wir es abgesehen auf. Na, kann das sich einer schon denken? Nicht? Dann spanne ich euch doch auf die Folter. Nee, ich habe es abgesehen auf die. Auf einen autonomes Activator. Habe ich den Hammer weggeworfen? Anscheinend. Oh, nee, da war er, da war er. So, nochmal zwei Stickies. Ein Iron. So, zack, zack, zack. Dann brauchen wir die hier und die hier. So, Thermoelectric Generator. Ich würde sagen, den packen wir hier hin. Wie sieht das hier? Straw nehmen wir mal mit. Stimmt, da war ja was. Hexen droppen ja auch Sticks. Und wir brauchen noch eins für die Miniatur Red Hearts. So. Dann müssen wir nochmal dafür sorgen, dass das auch gepowert wird. Dafür nehmen wir uns Wasser und Jeloriumblöcke. Haben wir die nicht mehr? So, wir brauchen 18 Jellorium für zwei Blöcke. Das
brauchen wir. Mach uns bitte 2 Jedorium-Blöcke. Danke. Und dann werden wir Wasser mitnehmen und zur Abkühlung das Ganze mit Kobbel umranden. So, zack und zack. Dann machen wir so. Nee, Moment. Falsch rum, wir machen das so. Zack. Weil der muss... Genau, jetzt kriegt der King of Conduits Energie. Das Ganze machen wir so. Dann machen wir jetzt einen autonomes Activator. Autonomes Activator. Okay, zum Glück haben wir noch ein bisschen Redstone Alloy Ingots über. Wir brauchen 5 Stück. 2 Diamond Gears. Machen wir die zuletzt, da es am schnellsten geht. Eine Wrench. Machen wir die doch schon mal. So, zack. Zack. 2 Teile haben wir schon mal. Die 8 Diamanten können wir rausholen. Wollen wir kurz das Inventar ein kleines bisschen zumindest aufräumen. Naja, ich habe auch ein paar Wizard-Skeleton-Skulls gefarmt. Wir brauchen Copper. So. Eine Copper-Chest und jetzt zu dem einfachsten daran, die Gold-Gears zu machen für die Diamond-Gears. Ich liebe das so sehr, hier die Smeltery, hier in diesem Modpack. Das completed Gears, okay. Zwei. Super. Ich glaube, ich höre auch auf. Ich habe die hab was vergessen. Nein, ich habe nicht vergessen, dass wir noch einen Piston brauchen. So, Piston haben wir. Und Autonomes haben wir. Und wenn wir gerade schon hier sind, machen wir noch einen Filter. Wo haben wir denn da? Einen Basic-Item-Filter. Den haben wir schnell gemacht, da wir ja alles da haben. So. Was wollen wir rausfiltern? Erstmal brauchen wir etwas, wo wir reinfiltern können. Wir bräuchten dann noch eine Truhe. So, und ich muss mal draußen das... Er wollte gerade das Fenster aufmachen. Mein PC ist gerade ein bisschen sehr stark am Auffallen, das gefällt mir nicht. Ich würde sogar sagen, wir machen daraus vorsichtshalber mal eine Goldchest. Was wollen wir hiermit gerade bezwecken? Ganz einfach. Wir wollen die Lootbags, die wir bekommen, automatisch öffnen lassen. Das kann ich da sagen. Ich glaube, hier sollte es mittlerweile auch offensichtlich sein. Lol. Alter, das war scheiße knapp. Das war gut.
Nee, da, ne. Hier aber. Boah. Dieses Scheißvieh ist der größte Scheiß in diesem Pack. Ich kann es nur so sagen. Das, meine Damen und Herren, war ein John Cena Creeper. Moment, da fehlt doch... Lol, der hat das... Reconfigurables. Ja gut, okay. Ich war gerade so im Moment verwirrt. Hä, wo ist das Augment dafür? Auf jeden Fall, das hätte verdammt böse enden können. Ihr habt es ja gerade, glaube ich, schon gehört, als sie losschreien wollten. Aber anscheinend haben die das gefixt. Das war ein sogenannter John Cena Creeper. Und die hatte ich, genau deswegen war auch der Grund, warum ich das erstmal so leise gestellt hatte. Also die normale Sounds. Weil die waren damals, als ich das erste Mal gespielt hatte. Wirklich. So verdammt scheiße laut. Also bei dieser Lautstärke, deswegen hatte ich so ein bisschen Angst vor den Teilen, aber es lief ja sehr gut, dass wir denen nicht begegnet sind. Die könnten uns quasi mal schnell so die Ohren vollheulen. Aber naja, sprechen wir über was anderes. So, was wir hier machen wollen. Wir wollen die hier da rein schicken, damit die hier rein geöffnet werden. Damit wir hier das Zeug bekommen. So, wir brauchen aber doch einen hiervon, hiervon, hiervon. Und ich glaube, das waren alle. Zack, zack und zack, genau. Insert. Und hier always active. So. Und wir bekommen Loot. Verdammt viel Loot. Und das ist das Schönste. Blacker Lotus und Black Lotus. Darauf haben wir es abgesehen. Wir haben hier so ziemlich... Können wir so viel Botanier machen, wie wir wollen. Oh, und die hier auch. Das wird auch lustig. So, und wir haben ein Problem. Inventar ist voll. Deswegen wollte ich hier noch etwas machen. Wie sieht das tatsächlich aus? Müssen wir in der nächsten Folge machen. Ja, machen wir in der nächsten Folge. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.